Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen. Auch und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solch wertvolle Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an den Vorfall vom 14. Juni 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Gardens die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Buddles? Montague Dunn. Mr. Dunn, wir bitten Sie, zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen, unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall vom 14. Juni 1889 verbreitet wurde. Da sind keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie sicher, dass wir unsere Schwester niemals aufgeben werden. Wir haben Ihnen vertraut und bereuen das nun sehr, die göttliche Gesellschaft. Noch ein Brief. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montague Dunn. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität von London. Kredite bei Hamilton, bei der Radigan House, Schneiderei und beim Juwelier Baird & Sons. Fotografie. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Champagne. Champagne. Montague Dunn had good taste. Wine. French wine. A remarkable vintage. Viele Schuhe. Die Times. Newspapers discussing Kew Gardens. Die Belegschaft, neue Pflanzenart. Die Belegschaft von Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen, denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück bei in deinem künftigen Leben, Montague Dunn. Okay, wir haben genug Informationen gesammelt. Können wir den Analysetisch hier nutzen oder müssen wir in die Baker Street? Reden wir nochmal mit denen? Just be careful with the plants during your inspection. Na klar, ich fasse die Pflanzen nicht an. Würden eh eingehen, wollen wir ja nicht. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ja, mach das. Und wehe, hier ist noch ein Dreckkrumen drauf irgendwo. Wir versuchen es nochmal bei der Miss White.
Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Ja, ja, ist wundervoll hier. Du dumme Kuh kannst mich mal gern haben. Wir fahren jetzt bitte nach Baker Street. Normalerweise nehme ich immer die Türen, weil ich es cooler finde, aber machen wir jetzt nicht. Also. Miss White and Dunn. Finanzielle Unterstützung, die Miss White von Montague Dunn erhielt, überstieg die Bedürfnisse einer Studentin bei weitem. Miss Whites Entlassung. Trennung. Montague Dunn hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden. Ja, nicht nur das, ne? Das Studium. Nein, aber die Familie. Whites soziale Lage. Margaret Whites Studium und soziale Situation hingen vollständig von Montague Dunns Vermögen ab. Mehr hatten wir nicht, den Rest hatten wir schon kombiniert. So, schauen wir mal. Hier haben wir jetzt nur noch, finden Sie die Pflanze und finden Sie heraus, wer Montague Dunn ermordet hat. Wir haben im Archiv ein Mitglied der göttlichen Gesellschaft hat Beschwerden gegen Kew Gardens eingelegt und dabei einen alten Vorfall erwähnt, über den die Presse unter der Bezeichnung der Vorfall vom 14. Juni 1889 berichtet wurde. Meinte ich nicht? Eine Chemikalienflasche, die in Kew Gardens im Boden vergraben war. Analysieren. Weiter geht's. Dann machen wir das. Wir müssen zu den Zeitungen. Skandal bei der göttlichen Gesellschaft. Der Skandal bei der göttlichen Gesellschaft. Die göttliche Gesellschaft eingetragen im 48 Grosvenor Street, Carlton Road. Eine Vereinigung von Anhängern des sogenannten Gottkönigs Trevan, die dem Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel vorgeben, steht im Mittelpunkt von politischen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offiziell Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, die das Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht, denn diese private Organisation, die sich offenbar dem Naturschutz auf die Fahnen geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Sehr gut. Aber ich analysiere nur noch, dann mache ich Aufnahmepause. Ist auch schon dunkel. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Okay. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that?
Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Irgendwas mit den Bienen. Oh. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes. I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Können wir das Feuer wieder ausmachen? Nein. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Okay, aber wie gesagt, das machen wir alles beim nächsten Mal. In dem Sinne, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.